Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten, was auch immer die Zeit sein mag, die gerade bei euch vorherrscht. Zeiten des Aufruhrs. Nein, ich hoffe ja nicht. Minecraft Let's Play mit schöner, seichter Musik im Hintergrund. Wir hören Redrum mit ihrem Album It's Better to Burn Out Than to Fade Away. Ja, so klingt das und so hört es sich an. Und wir fangen gleich an. Mit einer kleinen Modifikation. Mir ist nämlich aufgefallen, ich könnte hier was Cooles machen. Und das mache ich jetzt auch. Also in der Hoffnung, dass es auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Kann ich mal wieder grandios abfehlen. Ach naja, ich muss mir noch was bauen. Eigentlich darf ich da erst... Ach, ich hole jetzt erstmal die Stufen. Wir machen erstmal... Es ist ja immer so, man muss erstmal anfangen mit... mit Dingen, die vielleicht nicht so prickelnd sind. Um dann zu Dingen zu kommen, die sehr prickelnd sind. So, ziehen wir jetzt erstmal unseren restlichen Scheiß hier runter. Und wenn wir das gemacht haben, das mit dem Runterziehen, dann geht es auch schon weiter. So, wie verteilen wir die Sache hier? Das ist jetzt auch noch eine wichtige, gewichtige Frage. So, habe ich die Tür eigentlich wieder gesichert? Nö, habe ich natürlich nicht getan. Und da bootet mein Handy wieder unvermittelterweise. Dieses heimliche Booten geht mir echt auf den Senkel. So. So, so. Sieht doch schon mal hübsch aus. Crafting Table können wir eigentlich da hinstellen. Ja. Die ist doch hübsch. Weil. Reicht das jetzt? Wir brauchen 6. Ja, reicht. 6 Stacks. Ja, sollte erstmal reichen an Treppen. Funktioniert das. So, dann können wir ja erstmal... ja, es funktioniert zum Teil. Ich hasse es. Hochlaufen ist gut, runterlaufen bremst er einen so ein bisschen. Aber gut, wir wollen ja auch nicht runterfallen. Von daher gehen wir erstmal ganz nach unten und dann müssen wir alle Eingänge hier neu machen. Nein. Oh, scheiße. Och, nö. Das ist ja unfair. Beim letzten Mal ist mir nämlich genau nach der Aufnahme Minecraft abgeranzt. Dem hier jetzt gerade deutlich werdenden Ergebnis. Und zwar, dass die ganzen Änderungen von der letzten halben Stunde einfach mal so verloren sind. Aber wir lassen uns hier nicht entmutigen. Soll heißen... Wir spielen einfach trotzdem weiter. Tja, was uns hier unten erwartet, wissen wir ja dann auch schon zum Teil. Kann uns also nicht mehr schocken. Das ist ja scheiße. Finde ich jetzt aber nicht so prickelnd.
Aber gut, auch da müssen wir jetzt erstmal durch. Geht ja nicht anders. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal Treppen hier rein. Hilft ja alles nichts. So. Ah, naja, geht. Wichtig dabei ist, da kommt man nämlich jetzt nicht mehr durch. Muss die Eingänge jetzt ein wenig größer fassen. Ganze halbe Stunde Minecraft für den Arsch. Naja, gut. Auf jeden Fall mit diesem wunderschönen Kunstwerk, also dieser schönen Musik, die wir jetzt gerade im Hintergrund hören, soll es jetzt erstmal weitergehen und sie soll uns ein paar Minuten lang begleiten. Minuten sind in diesem Fall knapp 100. Nach Adam Riese sind das etwas über anderthalb Stunden. Die wir jetzt hier dann verbringen können. Cast ist das passiert. Beim letzten war ich gar nicht wieder da unten. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich habe schon wieder Cast gesagt. Das sind ja jetzt Let's Plays. Also Let's Play a little bit of Minecraft. Und woher Holz habe ich noch? Also machen wir jetzt hier einfach mal das, was zu tun ist. Zwar bauen wir hier weiter unsere Vormachtstellung aus. Vormachtstellung an dieser Stelle auf der Karte. So. Und was ich eigentlich machen wollte. Nicht das, was jetzt da bei diesem Crafting-Rezept rauskam. Jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken. Aber es so, so langsam wird's, ne? Ich habe jetzt vorher schon mal die Seite aufgemacht. Ach, so war das. Schon vorher mal die Seite aufgemacht, die man braucht. Das Minecraft-Wiki. Weil man kann sich ja bei Weitem vieles merken. Aber im Endeffekt doch nicht alles. Können wir den später noch hübscher machen. Ein bisschen Redstone powern oder so. Geht das? Natürlich nicht. Ach ja. So. Ergo, machen wir es dann einfach so. Genau. Weil wir haben ja jetzt das Problem, dass wir hier einen Keller haben und Monster, die theoretisch aus diesem Keller nach oben kommen könnten. Also gut, es wäre bei weitem dramatischer mit dem nach oben schreitenden Monstern, wenn das jetzt nicht so grandios schiefgegangen wäre. Aber... nicht so leicht den Keller. Ja, das ist gut. Gut. Das ist doch schon mal super. Ja, und da braucht man eine Redstone-Logic, dass man mit einem Knopfdruck, Schalterdruck
die Sache umbauen, sich umgestalten lassen können. Bauen wir denn hier drunter ein? Wir haben ja noch Platz. Hier drunter haben wir 90 weiter gebaut. Dafür brauchen wir allerdings Redstone und viele andere Dinge. Viele andere Dinge schließt ein, dass ich erstmal das, was ich jetzt nicht brauche. Was ist das? Ablege. Ich könnte jetzt erstmal alles ablegen. Ja, wäre auch total geschickt, wenn man das jetzt machen würde. Wenn wir hier oben an die Kiste nehmen, alles aus der Kiste raus. So schön sortierten Dinge. Ja, toll. So. Ja. Na ja, gut, eine Kiste. Ach, ich pack die erstmal alle runter. Ist ja eine halbe Treppe quasi. Kann man schon mal runterlaufen zu seinen Vorräten. So. Ach, sortieren tun wir später. Aber jetzt nehmen wir erstmal wieder unser ganzen Krempel mit, den wir hier so haben. So. Die Spitzhacke, das Schwert. Die Axt, die Schaufel, Dörte. Fackeln. Stickies. Naja, gut, nehmen wir. Vielleicht. Mal so rum. Schaufel, Spitzhacke. Ups, Spitzhacke. Axt, Schwert, Schaufel. Ach, wir haben gar kein Kabel bei. Naja. Gut. Hier mal ein bisschen wieder raus. Ja, die sind jetzt alle ein wenig durcheinander, die Kisten. Und ich kann jetzt noch die beiden Steinschwerter gegeneinander tauschen. Das ja eben grandioserweise benutzt habe. Ist auch noch Kabel drin. Ja, habe ich gar nicht erkannt. So. So. 17 reichen. Coole Stickies, alles dabei. Crafting Table könnte ich jetzt noch mit, aber wir können ihn auch erstmal hier oben lassen. So, wir haben jede Menge Fackeln. Wir haben sogar noch was zu essen. Na, gehen wir erstmal runter in den Keller. Ja, da kann man gut raus. Halt, muss man immer so schief laufen bei dieser Anordnung der Treppen. So, ja, und hier müssen wir noch ein bisschen. Oh, da höre ich sie schon. Oh. Grunzen. Ja. Hier haben wir alles ausgeleuchtet. Ach, da waren wir auch noch nicht unten. Ach, ey. Dieses dämliche Minecraft manchmal. Alles weg. Da haben wir zugemacht, damit wir nicht reinfallen. Ach, ja. Gut. Mal hier unten war ja eigentlich ganz ergiebig, also fangen wir hier wieder an zu erkunden, was wir schon wussten. Aber hier war ja erstmal nichts weiter. Und wir nehmen das Eisen mit. Das Eisen brauchen wir nämlich für die anderen Güter, die wir hier abbauen wollen. Das dauert voll ewig. Hätten wir vielleicht doch Eisenwerkzeuge machen sollen.
hätte klappen können. Wäre vielleicht auch nicht die blödeste Idee gewesen. Tja. Des Weiteren, vielleicht hat es ja der ein oder andere bemerkt, ich habe die Beschreibung des Videos oder aller Videos nochmal geändert. Ich habe mich dem vorherrschenden YouTube-Standard anpassen müssen oder angepasst, in der Hoffnung, dass eine der Aufnahmen, die wir hier machen, auch mal bei Gronkh gelistet ist. Also als weiterer Themenvideovorschlag nach Gronkh. Aber irgendwie, es sind halt nur so zwei Leute, die da immer gelistet werden. Woran das liegt, weiß ich nicht so ganz. Aber ich eruiere bereits, woran das liegen könnte. Und bis dahin bauen wir ein bisschen Kies ab. Kies für Wege. Für verwegene Pläne. Also, was ich mir vorgenommen habe erstmal, ist ein bisschen weiter zu forschen. Also ein bisschen weiter zu erforschen, was hier noch so in der Welt kreucht und fleucht. Dann würde ich mich gerne ein wenig um Animal Breeding kümmern. Animal Breeding kümmern heißt, dass ich gerne mir ein paar Schafe, Rinder und Schweine fangen würde, um so einen kleinen Farmbetrieb aufzubauen. Wo der hinkommt, genau weiß ich noch nicht. Das werden wir bald rausfinden, wo das genau sein wird. Also, wo der Übergang sein wird. Zwischen dem, was wir schon haben und dem, was wir haben werden. So, ziehen wir das erstmal hier glatt auf eine Ebene. Würde ich sagen. Dunkel. Der Nacht sind wir unterwegs. Um zu craften, was das Zeug hält. Also auf jeden Fall brauche ich viel, viel Kohle, um das ganze Erz, was wir haben, zu verhütten. Diamanten für Obsidian und, ach mein Gott, was wir nicht noch alles brauchen in dieser Phase des Spiels, ist ja gerade erstmal die Oberfläche quasi angekratzt. Also wir sind ganz, ganz weit am Anfang. Falls jemand jetzt erst dieses Let's Play entdeckt, also ja, wenn ihr eure Zeit damit verbringen wollt, guckt euch gerne nochmal die anderen Folgen an. Vor allem die letzte, da könnt ihr sehen, was ihr hier auch schon mal gesehen habt, so ungefähr, aber jeder Tag ist anders. Deswegen werde ich jetzt hier auch ganz anders die Sache angehen und anders abbauen. Um auch abermals ein wenig unter Beweis zu stellen, wie flexibel Minecraft sein kann. Ha, und da ist ja wieder der Goldblock. Aber bevor hier was ist und uns irgendwann in den Hintern beißt, stellen wir schon mal ein paar Fackeln auf, um das zu verhindern.
hochkonzentriert beim Spiel mit der Lava. So. Und als bald die Lava weg ist, ist es auf einmal dunkel, ne? Das ist immer wieder das Gleiche. In dem Scheißzeug. So. Was haben denn die Künstler, der Künstler? Achso, es sind übrigens Franzosen. So, die wollte ich ja auch noch erwähnen. Aus Frankreich. Le Grand Nation. Die heute ihren neuen Präsidenten wählen werden. Also noch nicht so richtig, sondern erst im ersten Wahlgang. Der zweite ist, glaube ich, entscheidend, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Die Frage ist, ob Sarkozy bzw. sein Herausforderer, ja, Sozialist, gewinnen werden, diesen Wahlgang. Womit schon mal eine deutliche Richtungsentscheidung angeblich gefällt ist, obwohl so wirklich relevant ist es ja nicht, weil es ja erst der erste von zwei Wahlgängen oder so. Ja, in Frankreich läuft es ein wenig anders als bei uns. Ein bisschen anderes Wahlsystem. Aber das kann uns beinharte Demokraten ja nicht schocken, dass man Demokratie auch anders spielen kann als bei uns. Wobei ich inzwischen gerne wieder mal Abstand nehme. Ich habe ja früher mal gerne Demokratur gesagt. Demokratur. Also quasi eine Demokratie-Simulation. Die so abgeht. So, dann machen wir eine kleine Aufnahmepause. Bis gleich.